Die Frage der Fragen ist ja, was bist du bereit für deine Beziehungen zu investieren? Und damit meine ich dich gar nicht im privaten, sondern natürlich im verkäuferischen Bereich. Was sind dir konkret deine Kunden wert und wie kannst du das relativ leicht ermitteln für jetzt, für später, für die Zukunft? Lass uns da mal reingehen in dieses Thema. Ich freue mich, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja, ich sag mal hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen wunderbaren Video. Ich freue mich wie immer, dass du dabei bist, denn wir werden gleich ein sehr wichtiges Thema besprechen und du kannst, es ist der Wahnsinn, dieses schöne Überraschungspaket am Ende noch mitnehmen. Das ist ja in der vorweihnachtlichen Zeit unser Geschenk an dich. Werden wir gleich mal gemeinsam reinschauen am Ende des Videos. Bleib gespannt. Vorher möchte ich mit dir ein sehr wichtiges Thema besprechen, und zwar den Wert deiner Kundenbeziehung. Vielleicht hast du schon mal was gehört vom Customer Lifetime Value, also über die Kundenbeziehung hinweg betrachtet, der Wert, der eigentlich entsteht. Der wird oft irgendwie monetär betrachtet. Wir werden jetzt gleich mal gucken, wie die Gewichtung überhaupt aussehen kann, welche Punkte ich vorbereitet habe für dich, für deine Bewertung. Und wie wir anders als die anderen auch nochmal eine emotionale Komponente hier eingefügt haben. Vielleicht zu Beginn, es ist wirklich für mich erstaunlich, ganz offen, dass viele Artikel, Magazine, Berichte sich damit beschäftigen, dass irgendwie der Kundenwert wichtig ist für ein Unternehmen. Es gab mal so einen Austausch mit einem Unternehmer, der sagte zu mir, was ist eigentlich das Wichtigste in einem Unternehmen? Der Kunde, die Kundin, also für alle mal gesprochen. Das war die Antwort, es ist relativ platt, ne? Aber es ist ja logisch, wenn du keinen hast, der irgendwie deine Produkte, Dienstleistungen gut findest, naja, wird es auch schwer mit dem Unternehmen. Und deswegen hat es mich wirklich überrascht, es war jahrelang geprägt von, wie beeindrucke ich durch kurzfristige Gewinne, wie kann ich die Kosten nach unten drücken, wie sieht das Quartalsergebnis so schön aus wie möglich, damit ich die Shareholder, Stakeholder und was weiß ich für Holder alle abhole und begeistere. Also bitte, wenn du in großen Unternehmen unterwegs bist, wenn du jetzt auch irgendwie Investoren finanziert in der Startup-Szene bist, dann musst du da natürlich einen Wert drauflegen, aber dass der Kunde am Ende des Tages natürlich die Hauptgeige spielt, das sollte uns allen klar sein, gerade uns als Verkäuferinnen und Verkäufer. Und deswegen nochmal kurz dieses Video zur Einleitung. Ganz, ganz wichtig, es gibt hochkomplexe Verfahren, es gibt eine ABC-Analyse, Scoring-Modelle oder wirklich verschachtelte Rechnungen, also sehr mathematische Ansätze. Die lassen wir alle noch aus diesen Videos raus, dann machen wir noch separate Videos zu. Denn ich habe mir einfach mal Gedanken gemacht, wie kannst du so einfach und schnell wie möglich jetzt zum Ende des Jahres oder zu Beginn des neuen Jahres deine Kunden mit einem Wert versehen, um deine strategische Marktbearbeitung anpassen zu können, um einfach zu verstehen, wie gehe ich da am besten strategisch mit um. Und was ich schon mal vorwegnehmen kann, eine sehr einfache Betrachtungsweise, die ich in Unternehmen immer wieder finde, dass ich sage, okay, es gibt so diese typische Dreiteilung, ich habe irgendwie meinen Umsatzwert, vielleicht habe ich sogar schon meinen Gewinn, meinen Deckungsbeitrag dastehen und dann sage ich einfach, alle, die über diesem Wert sind, sind meine A-Kunden, dann dementsprechend die B-Kunden und am Ende die C-Kunden, ne? Die sind dann nicht mehr ganz so wichtig und ich sage dir schon mal vorab, das sagt überhaupt gar nichts aus. Denn wenn der Kunde heute anruft und sagt, Herr Willems, tut mir leider leid, wir werden nicht weiter mit Ihnen zusammenarbeiten, dann habe ich diesen Wert, Umsatz, Deckungsbeitrag, Gewinn halt auch nicht mehr. Und dann ist es für die Zukunft Customer Lifetime Value Betrachtung aussagelos. Aussage, also von Aussagekraft her eher sehr weit unten da Richtung Teppich unterwegs, ne? Das kann ich schon mal vorweggreifen. Deswegen schauen wir uns mal an, welche Parameter, welche Aussagen du hinzuziehen kannst auf der rationalen Ebene und dann gehen wir mal noch in die emotionale Betrachtung. Also,
der Umsatz als solches ist ja was Gutes, ne? Na klar muss ich wissen, wie viele sind begeistert da draußen von meinen Produkten und Dienstleistungen, von meinem Serviceangebot. Und wie viel in Zahlen ausgedrückt Umsatz kann ich damit erwirtschaften? Ist eine sehr wichtige Zahl, aber auch nur dann, wenn ich im zweiten Schritt mal mindestens den Deckungsbeitrag 1 dazu nehme. Bedeutet, ich nehme meine Umsatzerlöse und ziehe die variablen Kosten ab. Vielleicht nehme ich auch den Deckungsbeitrag 2, dann ziehe ich halt noch die Fixkosten ab, ne? In der Tiefe, Deckungsbeitrag 3, 4, werden noch abteilungsbezogene Kosten, Vertriebskosten abgezogen oder gesamte Unternehmenskosten. Aber so verschachtelt und kompliziert wollen wir es noch gar nicht machen. Nimm vielleicht mal DB1, DB2 als Größe, als erste Orientierung für deine Betrachtung. Dann hast du schon 2. Umsatz minus Kosten ergibt deinen Deckungsbeitrag. Dann empfehle ich dir sehr, und vielleicht machen wir da einen grünen Rahmen drum, meine Lieblingskennzahl, das ist nämlich der Grad der Potenzialausschöpfung. Nehmen wir mal ein Beispiel, du hast ein Unternehmen, bei dem kannst du 20 Bagger verkaufen, weil das ist ein großer Gartenlandschaftsbauer, der hat irgendwie 20 Bagger deutschlandweit oder in Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Und du verkaufst aktuell 2. Also du hast im Sommer hast du dem 2 verkauft. Super, jetzt hast du den ersten Fuß in der Tür. Bist allerdings bei dem Grad der Potenzialausschöpfung bei 10%. Relativ logisch, ne? Vielleicht hast du 125.000 Euro pro Bagger, obwohl das wahrscheinlich eher kleinere Modelle wären. Aber lassen wir mal stehen. Also hast bei der ersten Kennzahl Umsatz 250.000 stehen. Eine Marge von 40%, also bist du irgendwo bei 100.000 Euro Deckungsbeitrag 2 und hast dann Grad der Potenzialausschöpfung 10%. Hast du schon mal 3 sehr schöne Kennzahlen für den Wert deines Kunden. Der 4. Wert, der entsteht, ist resultierend aus dem 3., das ist nämlich das Entwicklungspotenzial. Der ist dann natürlich 100 minus Grad der Potenzialausschöpfung, also sprich 90. Du kannst noch 90% des Potenzials bei diesem Kunden nutzen in der Zukunft. Wie das geht, ist dann irgendwie die Argumentation dahinter. Hier sind wir erstmal nur in der strategischen Betrachtung. Und jetzt kommen weitere Punkte, die ich wichtig finde, aber die ersten 4 sind die aussagekräftigsten erstmal in der ersten Betrachtung. Punkt Nummer 5 ist, wie viele Möglichkeiten habe ich zu diesem Bagger noch verschiedene Schaufeln zu verkaufen, also Cross-Selling, dazu passende Produkte oder neue Ketten, Bänder, Ersatzteile, Serviceangebote. Oder kann ich vielleicht, wenn der nach 5 Jahren sagt, ich brauche neue Bagger, wieder von dir höherwertige Produkte verkaufen, also in ein Upselling reingehen, kann ich irgendwie Potenziale ausschöpfen, indem ich die Anzahl erhöhe. Also beim nächsten Mal sagt er, Herr Wilhelm, also ich weiß ja immer noch nicht, warum ich bei Ihnen nur 2 gekauft habe. Jetzt nehme ich 18. 18 neue, weil dann habe ich 20 bei Ihnen. Sie machen einen geilen Job, Sie haben coole Produkte. Dann habe ich das natürlich irgendwie als Upselling-Potenzial und kann damit arbeiten und weiter rechnen. Punkt Nummer 6 wäre oder ist das Potenzial für Weiterempfehlungen. Unternehmen, mit denen du arbeitest, du kennst das. Sie sind in Erfahrungsaustauschgruppen Konferenzen, bei verschiedenen Veranstaltungen, die Netzwerken untereinander. Wenn es jetzt, ne, wie aktuell gerade nicht so geht, dann digital. Aber die kennen sich. Also ein Gartenlandschaftsbauer in NRW kennt andere Gartenlandschaftsbauer in NRW oder ganz Deutschland sogar. Und das solltest du nutzen. Wie viel Potenzial hat er, um dich weiter zu empfehlen, vorausgesetzt du machst einen grandiosen Job. Ist übrigens auch immer sehr spannend, diese Betrachtung, weil es gibt so diese Typen Menschler, kennst du, ne? Das sind so Multiplikatoren, die kennen irgendwie die ganze Welt. Die sind natürlich nochmal in dieser Bewertungsmodalität höher als vielleicht jemand, der sagt, nee, ich bin jetzt hier in Wanne-Eickel und habe da meinen Gartenlandschaftsbau, meinen Galabau und dann habe ich 3 Bagger da stehen und ich will auch nichts mit den anderen zu tun haben, Hauptsache ich habe Aufträge. Der hat vielleicht nicht so das Potenzial wie die anderen, die stark vernetzt sind, die stark im Austausch sind. Ja, und zu guter Letzt interessiert mich jetzt mal noch die Geschäftsbeziehung in Jahren, weil die so ein bisschen in Betrachtung der emotionalen Komponente auch einen Aufschluss gibt, wie lange wird denn die Geschäftsbeziehung noch dauern. Denn das ist eine reine Einschätzungssache, das können wir jetzt nicht klar bemessen. Da gibt es so viele Faktoren, die dafür eine Rolle spielen. Es gibt einfach nur einen Aufschluss, wenn du schon sagst, okay, ich arbeite schon seit 8 Jahren mit dem zusammen und der ist total glücklich und ich bin beim Grad der Potenzialausschöpfung bei 80%, dann wirst du wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, auch noch weitere 8 Jahre mit ihm gemeinsam haben. Das ist so ein bisschen der
Gedanke dahinter, warum mich die Jahre der Zusammenarbeit interessieren. Jetzt hast du 7 Punkte auf der rationalen Ebene. Ja, wie gesagt, wenn du so eine komplett losgelöste ABC-Analyse machst, dann ist es nicht so aussagekräftig, als wenn du schon mal diese 7 irgendwie für dich in eine Relation bringst oder in eine Prioritätenliste. Vielleicht guckst du auch mal, wie du die gewichtest, die einzelnen Faktoren. Vielleicht sind gar nicht alle 7 für dich relevant. Vielleicht nimmst du andere dazu oder sagst, hey, die ersten 4 haben mir gut gefallen, das reicht mir schon. Denn mal unter uns, die wenigsten machen sich überhaupt die Mühe, dem Kunden mal einen Wert zu geben. Und da bist du ja schon mal weit voran, wenn du sagst, ich mach das jetzt mal, ich investiere mal 1, 2, 3 Tage, weil wir arbeiten gerade eh alle remote von zu Hause aus. Ich guck mal in mein Kuchenstück rein, wie groß ist das eigentlich, wie ist der Markt verteilt und wo kann ich noch wachsen? Und was ist ein einzelner Kunde wert? Wie ist der Umsatz pro Kauf, der Umsatz pro Bestellung? Wie sind meine Neukunden gerade, die Bestandskunden? Also die ganze Vertriebssystematik, die rolle ich mal auf. Wird immer gerne gemacht zum Jahresende oder zum Jahresanfang. Deswegen auch der richtige Zeitpunkt, dass wir hier beide mal sprechen. Und zu guter Letzt möchte ich dir noch die emotionale Betrachtungskomponente mitgeben. Die ist halt für mich sehr wichtig. Jetzt kannst du abschalten und sagen, nee, Bullshit, mich interessieren nur Zahlen. Ich sag dir, interessiert dich auch für den Menschen. Weil eine Kundenbeziehung ist ja wie eine echte Beziehung. Du tauschst Informationen aus, du arbeitest zusammen, du gehst gemeinsam für ein gewisses Zielergebnis los und das sollte auch Spaß machen und da sollten beide von partizipieren. Natürlich auf der monetären Ebene oder in Einsparungspotenzialen ausgedrückt, auf der anderen Seite aber auch in der menschlichen Betrachtung, denn wir wissen ja alle, dass wir viel lieber zu einem Kunden fahren, der denselben Fußballclub liebt wie wir und dann uns da 10 Minuten drüber austauschen können oder dasselbe Auto fährt oder die dieselbe bekloppte Leidenschaft pflegt für irgendwelche, was weiß ich, Kleidung, Handtaschen oder andere Hobbys, Skifahren, Segeln, Golfen, I don't know. Da fühlen wir uns ja einfach wohl, weil wir Menschen einfach als soziales Wesen immer nach Gemeinsamkeiten suchen. Das heißt, die emotionale Betrachtung ist eine typische Skalierungsgeschichte. Denn hier sagst du einfach auf einer Skala von 1 bis 10, 1 bedeutet absoluter Hasskunde, geht gar nicht, bis zu 10, das ist mein Lieblingskunde. Ich würde am liebsten eine 15 dran schreiben. Und dann schaust du, Mensch, hier mache ich das ganze Papier kaputt. Schaust du mal einfach unter Betrachtung der 7 Punkte, wie du das für dich einordnest, wenn du da noch die emotionale Zahl widerspiegelst. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, vielleicht schaust du dir mal das Kommunikationsverhalten an. Wenn du den anrufst, erreichst du den oder dauert das 83 Mal, bis ihr euch am Hörer habt? Könnt ihr asynchron kommunizieren über Microsoft Teams, über E-Mail? E-Mail wäre bei mir übrigens ein Grund, die Bewertung zu verringern. Nee, Spaß beiseite, aber ich bin halt eher der Typ für Sprachnachrichten zum Beispiel. Ne? Die mag ich total gerne, kann ich abhören, wenn ich dann Zeit habe und andersrum. Finde ich zum Beispiel cool. Termintreue, haben wir einen Termin vereinbart und sind dann auch beide da und gut vorbereitet und gehen, wie gesagt, gemeinsam los für unser Ziel oder ist es dem gegenüber eher scheißegal? Thema Verlässlichkeit. Was ist mit den angesprochenen Gemeinsamkeiten? Also wenn ich hier nach Herne fahre, die paar Kilometer, da weiß ich, der Geschäftsführer, der Vertriebsleiter, das sind beide fußballerisch betrachtet genauso eine Burschen, wie ich es bin, ja, klar haben wir da einen coolen Austausch. Ne? Also müssen wir uns ja keinen in die Tasche lügen. Das ist cool zum Smalltalk und dann geht es halt ins Geschäftliche. Das wird wahrscheinlich auch auf der emotionalen Ebene dann mitschwingen in der Bewertung. Und jetzt hast du eine Zahl, jetzt hast du eine 5, eine 6, eine 7, vielleicht hast du sogar eine 10 und bringst die mal in Relation mit den rationalen Sachen. Ne? Umsatz, Deckungsbeitrag, Potenzialausschöpfung, Entwicklungspotenzial und so weiter. Und dann sagst du einfach mal auf so einer Übersichtsseite, wo ordne ich jetzt meinen Kunden ein? Also ich will dir gar keine Gewichtungen und Scoring-Modelle mitgeben. Das ist nicht der Ansatz für dieses Video. Ich möchte dir nur mal eine sehr einfache Möglichkeit präsentieren, wie du überhaupt mal ja, so einen Helikopterblick gewinnst für die einzelnen Kunden, die du hast. Und entscheide bitte auch vorher, wo du anfängst mit dieser Kundenwertanalyse, weil wenn du 500 Kunden hast, dann wird es relativ mühselig und relativ lang dauern. Also entscheide da wirklich, wie gehst du vor, bei wem fängst du an, vielleicht nimmst du nur deine Top 10 oder Pareto-Prinzip deine Top 20% der Kunden, die vielleicht 80% des Umsatzes produzieren.
Und dann schaust du mal, Kundenwertanalyse, wie wird das dann aus deiner Sicht aussehen in den nächsten Jahren? Denn das haben wir mit der lieben Laura in Vorbereitung auf das Video hier besprochen. Es ist immer wieder auffallend, wie viele Verkäufer sagen, naja, das muss ja das Vertriebscontrolling mir zusammenstellen, solche Zahlen. Das muss ja mein Vertriebsleiter mir präsentieren in so monatlichen Gesprächen, Quartalsgesprächen oder Jahresgesprächen. Vielleicht ist es sogar eine Sache für die Marketingabteilung. Am Ende, wenn es dich wirklich interessiert, wenn du mit Herzblut bei der Sache bist, geile Produkte hast, Dienstleistungen, die deinem Kunden, deinen Kundinnen einen Mehrwert bringen, also wirklich ein Problem lösen oder einen Wunsch erfüllen und du da Bock drauf hast, dann mach's halt einfach selbst. Nimm dir 1-2 Tage Zeit, nimm dir vielleicht mal nur einen halben Tag und starte mal mit diesen Gedanken und bring die mal in eine für dich logische Reihenfolge. Denn dann hast du auch einen Weg, strategisch betrachtet, wie du deinen Markt bearbeitest. Ich habe nochmal ein paar Zahlen rausgesucht, die Tage für ein anderes Video, aber es passt gerade ganz gut. Wir haben so 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland und davon sind übrigens 99,5% kleine oder mittlere Unternehmen. Das heißt, wenn du nur an große verkaufst, dann bist du ja schon relativ, ne, du hast nur noch ein halbes Prozent des gesamten deutschen Marktes, was aber immer noch Zehntausende von Unternehmen sind, also keine Angst, du hast genug zu tun. Aber dann bekommst du einfach so einen Rundumblick für deinen Markt und den wünsche ich dir einfach, weil das wird dein Ergebnis verbessern, weil du einen Fokus hast und wo du einen Fokus hast, dann hast du auch nochmal wiederum ein Ergebnis. Ne? Und so schließt sich dann der Kreis. Was haben wir denn jetzt noch auf dem Zettel? Ich glaube, nur ein kleines Paket, stimmt's? Also, ich habe den Mädels versprochen, die haben das mit ganz viel Liebe wirklich zusammengestellt, dass ich hier nicht alles auspacke, weil dann wäre die Liebe zerstört, das geht nicht. Ich kann dir sagen, unter welchem Motto diese wunderschöne Überraschungstüte steht. Es ist ein Verkäufer-Survival-Paket. Das heißt einfach, in dieser komplett durchgeknallten Crazy-Zeit da draußen ist hier alles drin, wirklich alles, damit du durchhalten kannst und zwar positiv durchhalten kannst. Also, wenn du mich so fragst, ne, wir haben gerade Mittag gegessen, ich könnte hier glatt 2-3 Dinge rausholen und die hättest du dann halt nicht mehr in der Tüte. Aber nee, das bleibt alles da für dich drin. Und das Einzige, was du machen musst, ist in den nächsten Tagen dafür sorgen, dass ein schöner Kommentar unter diesem Video von dir auftaucht, wo du sagst, warum du diese Tüte haben solltest. Und dann schreiben wir dich an unter dem Kommentar. Fragen dann natürlich deine Adresse ab und dann wird die umgehend und wiederum mit viel Liebe den Weg zu dir finden. Also in diesem Sinne, schreib unter dieses Video im Kommentar, warum diese Tüte zu dir kommen sollte und dann schreiben wir dich ganz anonym per E-Mail an und klären alles Weitere, nachdem wir die Auslosung gemacht haben. Ich wünsche dir für den Wert deiner Kunden nur das Beste, viele positive Ergebnisse. Und passend zur Tüte sage ich, halt durch, bis zum nächsten Video. Dein Robert, ciao.